So, schönen guten Abend hier im Pets Bistro. Ja, spannendes Spiel haben wir gerade gesehen. Endstand 5:5. Ich denke, besser als eine Niederlage, aber beide Mannschaften, beide Trainer dürften nicht unbedingt damit zufrieden sein bei der derzeitigen Situation. Ich fange mit unseren Gästen an, begrüße bei mir den Jan Opial, Trainer von Karst und seinen Co. Klaus Regnault. Was ist euer Statement zum Spiel? Der Ball ist rund. Beide haben einen Punkt gewonnen, beide haben einen Punkt verloren. Es war ein ausgewogenes Spiel. Und wenn man das alles subsumiert, denke ich, geht das Ergebnis in Ordnung. Mhm. Wie seht ihr eure Chancen im Abstiegskampf? Gut, sonst würden wir nicht spielen. Ja? Ja. Okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut. Euer nächstes Spiel ist? Samstag. Samstag gegen? Weiß ich nicht. Okay. Das tut wir nehmen, wir nehmen sie, wie sie kommen. Ich glaube Düsseldorf oder Düsseldorf. Lüdenscheid danach Düsseldorf. Okay. Ja, Patrick van Müller, dein Statement zum Spiel? Ja, alles in allem, wenn man den Spielverlauf sieht, ja, können wir eigentlich mit dem Punkt zufrieden sein. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Die Mannschaft hat heute nicht das über beide Strecken gezeigt, was wir eigentlich spielen wollten. Wir haben eigentlich im letzten Drittel erst, ich sag mal, das gemacht und das umgesetzt, was eigentlich so, ich sag mal, gegen einen solchen Gegner, der mehr oder weniger mit dem Rücken an der Wand steht und natürlich, sag ich mal, aus einer kompakten Defensive kommen will, was völlig verständlich ist, was man da spielen muss. Wir waren zu verspielt in den ersten zwei Dritteln, haben dementsprechend zu Recht dann auch zurückgelegen. Einmal sogar 4-2, sind dann wieder zurückgekommen, haben es 4-3 gemacht, 4-4, waren dann eigentlich ganz gut im Spiel, waren im Drücker, haben 2-3 Pfostenschüsse bzw. 2-3 Maß Metall getroffen, ein bisschen Pech gehabt, mehr geschossen, das war auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg dann am Ende bzw. zum Punkt. Wir mussten halt mehr Druck von außen machen, weil durch die Mitte war es einfach zu eng gegen eine defensive Mannschaft. Das haben wir auch dann im dritten Drittel gemacht. Da ist es dann auch irgendwo umgesetzt worden von der Mannschaft und dann haben wir uns den Punkt erkämpft. Am Ende war es halt natürlich noch mal knapp. Karst kommt mit 5:4 in Führung, aber dann ja, war es am Ende dann 5:5, mit dem wir leben können. Wir haben mehr gewollt, das ist keine Frage. Wir wollten das Spiel gewinnen, um relativ sicher in Playoffs zu sein. Jetzt haben wir einen Punkt, den nehmen wir mit. Aber trotz alledem haben wir es selbst in der Hand. Wir spielen nächste Woche daheim gegen Düsseldorf. Das Spiel wollen wir ebenfalls natürlich wieder gewinnen. Und von daher bin ich guten Mutes, dass wir da, ich sage jetzt mal, die Playoff-Teilnahme, die wir als Ziel haben, dann erreichen und die Mannschaft dann auch im richtigen Weg ist, auch für die nächsten Spiele. Diese Verspieltheit, wie du es gerade genannt hast, ist das der Grund dafür, warum es nicht gereicht hat? Ja, prinzipiell schon, weil wir, wie gesagt, die ersten 40 Minuten den Ball ins Tor tragen wollten, mehr oder weniger. Das heißt, wir haben immer wieder nochmal einen finalen Pass gesucht. Das ist natürlich prinzipiell sehr, sehr schwierig. Eine Mannschaft, die, ich sage jetzt mal, eng vor ihrem eigenen Tor steht, da dann nochmal einen Pass dazwischen durchspielen zu wollen oder halt, wie gesagt, selbst durchlaufen zu wollen, das ist, ich sage mal, sehr, sehr eng und sehr, sehr schwierig. Da muss man von außen erstmal kommen, muss versuchen, ich sage mal, die Tore über die Distanz zu machen und dann halt, wenn man mal in Führung liegt, was uns dieses Mal nicht gelungen ist, natürlich dann etwas mehr ins Spiel kommen zu können. Aber wie gesagt, das war halt nicht heute der Fall. Wir haben es zu spät umgesetzt und dementsprechend müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Du hast es auch schon angeschnitten, nächsten Samstag kommen die Düsseldorfer. Ziel dürfte klar ein Sieg sein, sicherlich. Wie siehst du den Trend der Mannschaft? Ja, wir haben letzte Woche gegen Üdesheim eine, in meinen Augen, über 60 Minuten gesehen, eine starke Leistung gezeigt. Wir haben auswärts einen Punkt geholt. Natürlich, wenn man den Spielverlauf sieht, mit einer Führung dann noch ein Unentschieden zu bekommen, ist immer ärgerlich, keine Frage, vor allem 9 Sekunden vor Schluss nochmal zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz war das also schon mal ein erstes wichtiges Erfolgserlebnis, nachdem wir ja einen rabenschwarzen Juli gehabt haben mit keinem einzigen Punkt. Heute war das Spiel nicht so, wie wir das wollten über beide Strecken, aber trotzdem habe ich heute gesehen, dass die Mannschaft gekämpft hat, ja, was ich im Juli vermisst hatte bei vielen Spielen.
Und von daher sehe ich da also schon, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Und wenn man halt die Dinge halt noch besser umsetzt von Anfang an, die man also sich als Aufgabe bzw. als Ziel gesetzt hat, dann bin ich da auch recht zuversichtlich, was nächste Woche in Düsseldorf wird. Okay, vielen Dank. Gibt es noch Fragen an die Herren? Nein? Dann habe ich noch drei Spielergebnisse bzw. Spielstände aus der ersten Bundesliga. Köln führt zu Hause gegen Lüdenscheid mit 11:1, 5 Minuten vor Schluss. 13:1 Ende. Okay, 13:1 Endstand, Dankeschön. Essen gegen Iserlohn 4:9. Und Düsseldorf verliert zu Hause gegen Uedesheim mit 4:7. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Abend, schönes Wochenende und hoffentlich bis nächsten Samstag. Vielen Dank. Danke.